Hallo und herzlich willkommen auf apunda.de. Heute zum Thema Erfolg und Zufriedenheit. Ich habe Ihnen ein kleines Zitat mitgebracht von Robert Allen Zimmermann, besser bekannt als Bob Dylan, amerikanischer Folksänger. Bob Dylan hat einmal gesagt, was bedeutet schon Geld? Erfolgreich ist der Mensch, der zwischen Aufstehen und zu Bett gehen genau das tut, was er möchte oder was ihm Spaß macht. Das ist eine sehr schöne Definition, deutet auch gleich in Richtung Zufriedenheit. Leider sind ja viele Menschen heutzutage eben nicht in der Lage, zwischen Aufstehen und zu Bett zu gehen, dann das zu tun, was ihnen Spaß macht, sondern macht halt doch immer irgendwas anderes. Es ist halt immer Beruf und der Beruf ist dann, macht einem schon teilweise Spaß, teilweise auch nicht. Und zum einen muss man sagen, dass Erfolg ja auch eine sehr subjektive Angelegenheit ist. Für den einen ist eben der allerneueste Vereinspokal das Wichtigste in seinem Leben. Der andere orientiert sich an beruflichen Dingen. Der dritte sucht wieder sein Glück im privaten Bereich, Familie und dergleichen. Und so definieren wir zunächst für uns selbst, wo wir erfolgreich sind, wo wir erfolgreich sein wollen. Diese individuelle Definition des persönlichen Erfolges wird heutzutage jedoch vermehrt überlagert von einer Außendefinition des Erfolgsbegriffes. Das bedeutet, die Gesellschaft oder auch unser privates Umfeld tritt an uns mit bestimmten Erfolgsparametern heran, mit bestimmten Forderungen. Und diese Forderungen sollen wir dann erfüllen oder diesen Forderungen müssen wir dann genügen. Es ist im 21. Jahrhundert eben so, dass der Erfolgsbegriff neu definiert werden muss. Erfolgreich ist heutzutage eben nicht derjenige, der beruflich erfolgreich ist oder derjenige, der Lust und Laster sozusagen lebt und befriedigt oder derjenige, der Familie gründet und im Privatleben dann viele Freunde hat. Erfolgreich ist auch nicht derjenige, der eben spirituelle Weisheiten in sich vereinigt oder zu höheren Erkenntnisebenen aufsteigt. Und erfolgreich ist auch nicht derjenige, der in Kunst und Kultur einen Überblick hat und ein fundamentales Wissen anhäuft. Nein, Erfolg ist definiert als Summe all dieser Faktoren. Wenn Sie sich mal Kinofilme anschauen oder Fernsehserien, dann finden Sie dort hübsche Menschen, die sich tief geistig mit philosophischen Dingen beschäftigen, gleichzeitig viele Liebschaften pflegen und materiell auch abgesichert sind. Die Erfolgsthemen sind also vielfältig besetzt und all diese Erwartungen werden natürlich tagtäglich an uns herangetragen und wir sollen dem dann irgendwie Genüge tun. Da tut sich dann ein gewisses Dilemma auf und viele Menschen in der heutigen Gesellschaft, auch in den Heilberufen oder im Bereich Gesundheitswesen, sind eben genau mit dieser Forderung überfordert oder mit dieser Diskrepanz zwischen Vorstellungswelt und tatsächlichen Verhältnissen. Und wie ist denn jetzt damit umzugehen? Ich meine, wir wären für uns vielleicht zufrieden, wenn wir uns zum Angeln an einen Fluss setzen würden und würden dann dort eben über Natur philosophieren. Aber die Gesellschaft drängt uns dann dazu, eben doch noch andere Erfolgsparameter zu erfüllen. Und ich habe Ihnen da ein kleines Gedicht mitgebracht, was uns vielleicht ein bisschen aus dieser Misere helfen kann. Ich werde das hier kurz ablesen. Der Hähnenrat konnte ich geben, wie man Drio Ding erwürbe, der keines nit verdürbe, die zwei sind Ehre und warnde Gurt. Das Dicke einander Schaden tot. Das Dritte ist Gottes Hulde, der Zweier Übergulde. Jetzt das Ganze nochmal auf Deutsch. Ich wusste mir keinen Rat zu geben, wie man drei Dinge erwerben könne, ohne dabei eines zu verderben. Zwei sind Ehre und fahrende Habe, die sich häufig einander schaden. Das Dritte ist Gottes Huld, welches die zwei über Golde. Die erste Version war nicht etwa Plattdeutsch, wie Sie jetzt vielleicht vermuten, sondern mittelalterliches Hochdeutsch. Das Gedicht stammt aus dem 11. Jahrhundert und ist von Walter von der Vogelweide verfasst. Und es beschreibt sehr gut die Gedankenwelt des Mittelalters. Warum beschäftigen wir uns jetzt im Zusammenhang mit Erfolg und Zufriedenheit mit so einem mittelalterlichen Gedicht? Nun, die Welt der Scholastik ist die Hochblüte des Mittelalters ist sehr stark vertreten in vielen naturheilkundlichen Schulen. Sie alle kennen Namen wie Paracelsus, Hildegard von Bingen und auch solche Dinge wie Thomas von Aquin, die Philosophie von Thomas von Aquin. Und diese Dinge spielen dann in der Naturheilkunde auch eine grundlegende Rolle.
und Sie werden das in weiteren Videos dann auch noch genauer beleuchtet sehen. In dem jetzigen Video mit dem Thema Erfolg und Zufriedenheit sehen wir hier halt die Begriffsdefinitionen. Wann ist ein Mensch erfolgreich? Ein Mensch ist dann erfolgreich, wenn er eben verschiedene Stufen, verschiedene Anforderungen zur Genüge erfüllt. Und hier wäre zu nennen zum Beispiel der Begriff der Ehre. Ehre ist ein mittelalterlicher Begriff, der heute zu übersetzen wäre mit: Ich tue etwas, was mir selbst gefällt und was auch in meinem Umfeld positive Resonanz bringt. Das bedeutet, ich tue etwas, was gesellschaftlich akzeptiert ist, aber mich selber auch innerlich erfüllt, also mir selber ein Befriedigungserlebnis verschafft. Ein weiterer Begriff, der in diesem kleinen Zitat vorkommt, ist der Begriff der Zuchte oder der Zute. Das wäre ein Begriff, der heutzutage mit Zucht zu übersetzen wäre, der aber genau beschreibt, dass, um erfolgreich zu sein, um zufrieden zu sein, man eine gewisse Zucht, eine gewisse Mäßigung einhalten muss. Man soll also nicht zum Extremen tendieren, sondern immer einen gewissen Mittelweg einhalten. Dann ein sehr interessanter Begriff ist der Begriff fahrendes Gut, also fahrendes Gut, fahrende Habe. Dieser Begriff bezeichnete im Mittelalter zum einen das Rüstzeug des Ritters, also Ritterrüstung und Pferd, was ja die materielle Grundlage des Rittertums war, zum anderen aber auch ein Händler, der mit seinem fahrenden Gut, also mit seinem Marktwagen, von Marktplatz zu Marktplatz fuhr und dort eben Geschäfte tätigte. Und sehr schön ist dann zu sehen, dass eben genau diese zwei Dinge, fahrendes Gut und Ehre, sich dann oft diametral verhalten, dass also jemand, der viel fahrendes Gut hat, dann eben nicht unbedingt viel Ehre hat und umgekehrt. Also man sah diesen Widerspruch zwischen wirtschaftlichen Dingen und philosophisch-geistigen Dingen dann auch schon im Mittelalter. Aber es ist ja dann auch hier der Mittelweg aufgezeigt, nämlich letzten Endes, dass man eben diese Zucht, diese Mäßigung bewahrt, eben nicht zu sehr ins Materielle tendiert, auch nicht zu sehr in die reine Vergeistigung, sondern dass man da einen Mittelweg wählt, dann eben dieses fahrende Gut erwirbt, diese materielle Grundlage, und dass dann zum Schluss Gottes Hulde, also die Zueignung Gottes, das Ganze übergulde, also dann übergolde, das setzt dem Ganzen dann sozusagen die Krone auf, dass man dann praktisch auch selber im Leben erfährt, ich bin erfolgreich, ich bin zufrieden und ich merke das einfach von innen heraus und bekomme das auch nochmal durch so eine göttliche Übergoldung praktisch bestätigt. Dieses Weltbild, diese Begriffe finden Sie, wie gesagt, bei Paracelsus wieder. Sie finden das bei Hildegard von Bingen sehr stark wieder. Und das ist einfach mal gut, sich so ein kleines Gedicht zu verinnerlichen, mal darüber nachzudenken. Dann kann man so ein bisschen in diese Gedankenwelt eintauchen. So weit und so gut zu den Begriffen des Mittelalters und zu den Begriffen der Scholastik. Aber was nutzt uns das heute? Ich habe mir da drei Begriffe ausgedacht, die uns helfen können, erfolgreicher zu sein oder einfach zufriedener zu sein. Einer dieser Begriffe ist der Erfolgszeitdruck. Nun, was versteckt sich hinter diesem sperrigen Wort? Wir haben, wenn Sie davon ausgehen, dass Sie 80 Jahre alt werden, haben Sie ungefähr 50 Jahre Ihres Lebens, in denen Sie richtig produktiv sein können, also richtig was schaffen können. Und wenn man, wie gesagt, heutzutage die Erfolgsdefinition des 21. Jahrhunderts sich zu Gemüte führt. Wir sollen eben Bilderbuchfamilienleben haben, wir sollen Topmanager sein, wir sollen gleichzeitig uns spirituellen Weisheiten hingeben und so weiter und so fort. Da sind dann die 50 Jahre schon ganz schön knapp. Und das sieht man auch, dass heutzutage viele Menschen so einen inneren Druck haben. Also immer von Event zu Event hetzen, von Ereignis zu Ereignis. Hier die Geburt des ersten Kindes, dann das Haus gebaut, die Geburt des zweiten Kindes, dann die Beförderung und so geht das dann Schlag auf Schlag. Und am Ende des Lebens oder auch wenn dann halt Krankheiten auftreten oder Einschnitte in dieser Erfolgsgeschichte, steht man dann geknickt da und fragt sich, wo ist die Zeit geblieben? Ich konnte das alles eigentlich gar nicht leben, was ich mir da aufgebaut habe oder was ich da erarbeitet habe. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man da einfach sich selbst den Zeitdruck ein bisschen rausnimmt, das eigene Leben vielleicht mal entschlackt, viele Ziele, viele Erfolgsparameter auf den Prüfstand stellt. Muss ich das erfüllen, was mir die Umwelt aufdiktiert? Muss ich diese Anforderungen wirklich alle leben und ausfüllen und abarbeiten schon fast? Diese Frage zu stellen, kann manchmal ein ganz entscheidender Wendepunkt im Leben sein, kann auch eine neue Fokussierung bewirken.
Und dann kann man auf den verbliebenen Feldern auch wieder erfolgreicher agieren und argumentieren. Der zweite Begriff ist der Erfolgsfinanzdruck. Auch wieder ein sehr sperriger Begriff, aber wenn Sie erfolgreich sein wollen, werden Sie sehr schnell merken, das kostet auch alles Geld. Wenn ich also im Beruf erfolgreich sein will, muss ich Weiterbildung finanzieren, ich muss einen gewissen Freundeskreis pflegen, im familiären Bereich nichts anderes. 3 Kinder verlangt dann auch nach einem Haus, was finanziert werden möchte, oder nach einem Familienvan, den ich dann irgendwie abbezahlen muss. Und ja, wenn ich im Vereinsbereich tätig bin und habe dann 10 Vereine, also Schützenverein, Fußballverein, Kegelverein, ja, auch das kostet dann alles entsprechend. Und so ist eben der moderne Mensch, der westlich orientierte Mensch, auch ja vielen finanziellen Zwängen ausgesetzt und die muss man irgendwo einarbeiten. Und auch hier gilt wieder das Prinzip der Verschlankung. Muss ich wirklich immer das neueste Modell von technischen Geräten haben? Muss ich überall mithalten können? Oder kann man da auch Abstriche machen? Weil ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, man hat dann zwar immer die neuesten Sachen irgendwo rumstehen, aber irgendwann hat man auch viele Sachen ja wirklich rumstehen, die man gar nicht mehr benutzt und die man auch gar nicht mehr ja mit Freude erfassen kann. Und da ist dann weniger oftmals mehr. Da ist auch wieder dieser Begriff der mittelalterlichen Zuchte, der mittelalterlichen Zucht, eben Mäßigung, Mittelmaß bewahren. Und das leitet dann auch zum dritten Begriff, den wir da definiert haben, nämlich Erfolgssteigerungsdruck. Diesen Begriff Erfolgssteigerungsdruck sehen Sie ganz besonders in den Gesundheitsberufen, im Gesundheitswesen. Es genügt halt nicht, erfolgreich zu sein. Man muss halt immer noch erfolgreicher sein, als man ohnehin schon war. Und das sehen Sie zum Beispiel in diesem Qualifizierungs- und Zertifizierungswahn, der uns da begegnet. Ja, also man macht ein QMS-System, ein Qualitätsmanagementsystem. Und das wird dann jedes Jahr mehr und mehr. Man muss dann erst ein Protokoll ausfüllen und 2 Jahre später müssen dann 5 Protokolle ausfüllen und dann noch 2 Jahre später 10 Protokolle. Es wird also immer mehr, immer bürokratischer. Die Hürden werden immer höher gelegt, um sich als Arzt zu qualifizieren, um sich als Apotheker zu qualifizieren. Als Heilpraktiker ist ebenso. Und das ist eben dieser Erfolgssteigerungsdruck, immer höher, immer schneller. Im Sport haben sie das zum Beispiel ja auch sehr stark vertreten. Wenn sie dann ja Stabhochsprung betrachten, ja, in dem einen Jahr hüpfen sie über eine 6-Meter-Latte, im nächsten Jahr sind es dann eben 6,9 Meter. Ich kenne mich jetzt da nicht aus im Hochsprungbereich, sind jetzt nur Beispiele. Aber das verdeutlicht, glaube ich, sehr gut, worauf ich hinaus will. Manchmal ist es besser, nicht immer höher, immer schneller, immer besser, sondern vielfach ist es auch besser, mal wieder von der Pike auf anzufangen, zu gucken, beherrsche ich die Basics überhaupt noch. Weil der Mensch vergisst viel, man verlernt viel und verliert dann auch oft den Fokus aus den Augen, sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Also hier auch nochmal der Appell, immer nochmal von den Basics aus anfangen, Sachen neu sortieren, dann hat man auch mehr Freude dran. Ich hoffe, dieser kleine Videofilm zum Thema Erfolg und Zufriedenheit hat Ihnen ein paar kleine Ideen gegeben, ein paar kleine Anreize gegeben. Wie immer werden wir das auch wieder weiter vertiefen, werden da auch sicherlich noch neue Gedichte oder neue Textbeispiele für Sie finden. Das Ganze halt auch in den entsprechenden gnostischen Schulen, philosophischen Schulen und naturerkundlichen Schulen auch ausforschen und ausloten. Bis dahin, Ihr Sascha Langer, Ihr Team Apunda. Ich freue mich auf Sie. Bis bald.